Hey, schön, sind ihr dabei zu unserer letzten Session zum Richterbuch. Ich möchte aufhören mit der Frage, wie bekommst du Kraft? Woher bekommst du die Kraft, die du brauchst? Und das ist eine Schlüsselaussage aus dem Richterbuch. Das Richterbuch erzählt die Geschichte von 12 Personen, sind 12 Retter. Und ich habe dir die hier mal mitgebracht. Das sind unsere 12 Retter. Das sind der Othniel, Ehud, Shamgar, Deborah, endlich zum Glück auch noch eine Frau, oder? Gideon, dann Tola, Jair, Jephtha, Ibsan, Elon, Abdon, Simson. Der Simson kennt man vielleicht, das ist so der Muscle Man, genau der, wo wir alle sein wollen. Und das ist die Geschichte von denen. Und das Hauptthema, das immer wieder kommt, ist das Thema der Kraft. Die Frage ist, woher haben sie ihre Kraft? Wir sehen, ihre Kraft können sie oftmals missbrauchen und falsch gebrauchen. Aber die eigentliche Frage ist, woher stammt eigentlich ihre Kraft und wenn sie Gutes bewirkt haben, woher ist das gekommen? Und jetzt siehst du ein Gefälle im Richterbuch bei diesen 12 Rettern. Es fängt damit an, dass eigentlich am Anfang die Kraft darin besteht, dass sie andere mit ins Boot nehmen. Und das nimmt immer mehr ab. Am Anfang holt der Othniel die ganzen 12 Stämme, also das ganze Volk Israel, mit zur Hilfe. Dann Shamgar, Ehud, Deborah sind sie jeweils nur 2-3 Stämme. Beim Gideon sagt Gott, das ist immer noch zu viel und reduziert seine ganze Armee auf 300 Personen. Aber damit ist es noch nicht zu Ende. Schlussendlich macht es Gott mit einer Person, nämlich dem Simson, ganz allein. Das heisst, du siehst, wie es gefällt. Und es gibt immer so Schlüsselstellen im Richterbuch über die Kraft. Und die sind eingeblendet, kannst du die auch mal durchforschen. Aber es fängt ganz am Anfang an, dass etwas über die Kraft gesagt wird, woher die kommt. In Richter 5, Vers 31 steht, aber die, die Gott lieben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. Oder es gibt so ein Megalied, die schon ultra-lang Christen sind, die haben das mal noch gekannt, so, die Gott lieben werden sein, wie die Sonne. Und jetzt alle zusammen. Ja genau, das ist das Lied. Oder? Das ist der Vers, Richter 5, Vers 31. Die bekommen Kraft. Und jetzt ist es interessant, dass das Wort Kraft im Hebräischen immer wieder kommt, aber es sind 3 verschiedene hebräische Wörter, die immer mit Kraft übersetzt werden in unseren deutschen Übersetzungen. Und ich möchte die 3 hebräischen Wörter dir zeigen. Das ist nämlich Koach, dann Os und dann Geburah. Ein Koach, das ist Fähigkeit. Das heisst, jeder Retter, jeder von diesen 12, hat seine individuelle Fähigkeit. Eine mit einem Rinderstecken, der andere mit Esel, der Simson nur mit seiner Muskelkraft. Aber jeder hat seine individuelle Fähigkeit und auf die zählt er. Dann ist das zweite die Os, das ist die innere Kraft. Das heisst, das Rückgrat, die innere Stärke, der Mut, die Entschlossenheit. Und das letzte ist Geburah, das ist die physische Kraft. Das heisst, die Kraft für unseren Körper. Wenn du also so willst, dann die 3 Kräfte bezeichnen eigentlich Folgendes. Zuerst ist Koach, das ist deine Person, das, was dich ganz allein ausmacht. Os, das ist deine innere Kraft, das ist deine Seele, das, was du von innen bekommst. Und letzte ist deine physische Kraft, das ist dein Körper. Ein Richterbuch will wie sagen, schau, in allen 3 Dimensionen brauchst du die Kraft. Woher kommt sie aber? Und Richter 5, Vers 31 hat gesagt, wenn du auf Gott hoffst, wenn du auf ihn schaust, dann bekommst du die Kraft. Und ein Vers, der ist mir vor 4 Wochen begegnet, ein anderer Preacher hat den Vers zitiert. Da ist mir etwas aufgegangen, wo genau das zusammenfasst, die dreifache Kraft von Gott. Und zwar steht das in Jesaja 40, Vers 31. Aber alle, die auf Gott vertrauen, und wiederum genau die gleich, ein anderes Wort für Liebe, Vertrauen, die bekommen immer wieder neue Kraft. Und jetzt kommt's. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie rennen und werden nicht müde. Sie gehen und brechen nicht zusammen. Und jetzt habe ich etwas entdeckt, wo er darauf hingewiesen hat. Nämlich, dass Kraft, die du immer wieder bekommst, eine dreifache Kraft ist. Und sie kann sich auf 3 Arten in deinem Leben zeigen. Nämlich erstens, du bekommst Flügel zum Fliegen. Oder du bekommst Kraft zum Rennen. Oder einfach, du bekommst Kraft zum Laufen, zum Gehen. Und dass du nicht ermattest. Schau, ganz ehrlich, ich wünsche mir in meinem Leben immer so die Kraft zum Fliegen. Oder dass ich alles überfliegen oder Overflow habe. Aber Gott sagt, schau, meine Kraft, die ich dir gebe, die kommt auf 3 Arten. Einmal wirst du können fliegen, einmal wirst du können rennen, aber einmal bekommst du einfach Kraft zum Laufen, zum Gehen. Aber der Punkt ist, wo Gott dir sagen will, du wirst nie stillstehen. Die kleinste Kraft, die du hast, ist einfach ein Schritt
um den anderen. Mach einfach den nächsten Schritt. Und das ist die Kraft, die Gott dir geben will. Und genau die drei Arten von Kraft, die siehst du im Richterbuch. Die siehst du anhand von diesen drei hebräischen Wörtern. Jetzt kommt aber der Höhepunkt. Es sind genau 12 Retter, 12 Richter. Und es kommt das hebräische Wort Kraft auf drei Arten vor. Und es kommt ganz genau 11 Mal vor, das Wort Kraft. Und eigentlich müsstest du denken, ja, wieso nicht 12 Mal? Es sind 12 Richter gewesen. Wieso kommt es nur 11 Mal, das Wort Kraft? Das Richterbuch hat einen Zielgedanken, hat eine Zielfrage. Und die ist nämlich, wo ist der Retter, der wirklich Kraft hat? Der nicht versagt, weil alle Richter auf Ende von ihrem Leben versagen sind. Wo ist der letzte Retter, der Kraft hat? Und der kommt viel, viel später in der Bibel, kommt wieder mal die Ankündigung, heute ist ein Retter geboren. Und der Retter heisst Jesus. Und jetzt stellst du etwas Interessantes fest im Matthäus-Evangelium, das erste Buch vom Neuen Testament, das erste Mal, wo über den Jesus, der Retter, geschrieben wird. Da wird erzählt, wie der Jesus das erste Mal auftritt. Und am ersten Tag erlebst du in Matthäus 5-7, dass er einfach mal predigt. Und der Eindruck, den es auf die Leute hinterlässt, ist in Matthäus 7, Vers 28 und 29 dokumentiert. Das heisst, es hat so einen tiefen Eindruck, eine lang anhaltende Wirkung hinterlassen. Der Luther übersetzt, sie entsetzten sich. Aber das griechische Wort bedeutet, es hat eine lange Wirkung in ihrem Leben gehabt. Und was, warum? Weil er in Vollmacht predigt hat. Das griechische Neue Testament gibt noch das vierte Wort für Kraft, nämlich Vollmacht. Es ist die Zusammenfassung von all diesen drei Kräften. Und da kommt einer, ein Retter, der hat Vollmacht allein durch das, was er sagt. Und nach seinem ersten Tag, wo er geredet hat, predigt hat, kommt ein Tag, wo er nur heilt. Und am Ende von seiner Heilungsserie, vom ersten Tag, Matthäus 9, Vers 8, da kommen die Leute und sie sehen das und was sagen sie? Wow, was ist das für ein Mensch, durch den dem Menschen so Vollmacht gegeben ist? Weißt du, was das bedeutet, wenn du Kraft brauchst? Dann schau auf Jesus. Er hat nicht nur Kraft, er hat Vollmacht. Er hat Kraft, dass du zum Teil fliegen kannst. Er hat Kraft, dass du rennen kannst. Und wenn du nicht mehr magst, dass du vorwärts kannst. Dass du einfach gehen kannst. Mich beeindruckt das, der Jesus, was er für eine Kraft in dein Leben haben kann. Dass er eine Realität ist, die dich vorwärts bringt. Nicht zum Stillstand bringt. Und ich möchte Statements einfliegen lassen von uns als ganze Kirche. Mich hat das so beeindruckt, vor einer Woche in der Celebration, vor der Celebration sind wir zusammengestanden und haben einfach austauscht, was bedeutet eigentlich der Glaube an Jesus. In der Vorbereitung jetzt auf die Message war das so inspirierend gewesen, das müssen wir sammeln. Die Statements musst du hören, was Jesus für einen Impact hat auf die einzelnen Leben. Lass dir das an und frag dich selber, was bedeutet Jesus für mein Leben? Und wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, ja, der Jesus bedeutet mir noch gar nichts, dann schau, wo bekommst du Kraft in deinem Leben? Geh zu dem Jesus, bet zu ihm, lese die Bibel, such ihn. Oder es heisst, die Gott lieben, die ihn suchen, die auf ihn vertrauen, die bekommen neue Kraft. Der Schatz von deinem Leben liegt dort drin, dass du zu Jesus gehst und bei ihm bekommst du Kraft. Jesus schenkt eine tiefe Freude. Tägliche Begleitung, unabhängig jeglicher Umstände. Wir vertrauen jeden Tag mit großer Dankbarkeit, dass Jesus uns die nötige Kraft schenkt. Jesus ist mein Anker in der dunklen Tiefe des Meeres und mein Begleiter und Ansprechpartner im Alltag. Zu wissen, dass Jesus für uns sorgt und aufpasst, jeden Tag das zu sagen, gibt mir Mut und Sinn. Geduld, die uns einfach durchträgt, jeden Tag. In der Begegnung mit Jesus spüre ich, dass meine Seele atmen kann und ich spüre Frieden bei ihm. Einfacher geht's nicht und dennoch unendlich, unerschöpflich, teils unergründlich. Der Glaube erinnert mich immer wieder an das Gute, das Gott mir täglich anvertraut. Jesus, der Friedefürst, ein Friede, der den Verstand übersteigt. Die Liebe von Gott. An Jesus schätze ich besonders, dass er mir Sicherheit, Halt und Orientierung im Leben gibt.